Manchmal muss man schon etwas genauer hinschauen. Wer aber mit offenen Augen durch die Oettinger Altstadt geht, der wird schnell fündig. Da sind sie. Da sind zwei zu sehen. So wie Storchenexpertin Heidi Kellner. Unglaubliche 18 Brutpaare haben den Sommer über auf den Dächern Oettingens ihre Jungen großgezogen. Wahrscheinlich sind 28 Jungtiere flügge geworden, schätzen die Experten. Doch die jungen Störche sucht man vergeblich. Nur noch die Eltern besetzen abends die Nester, wenn sie von der Futtersuche zurück sind. Das hat Storchenexpertin Heidi Kellner beobachtet. Die Nördlingerin ist fast täglich im Ries unterwegs und weiß, wo die Tiere zu finden sind. Die schnelle Abreise der Jungstörche hat für sie einen Grund. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Trockenheit war. Und dann war ja große Hitze und dadurch ist der Boden ziemlich ausgetrocknet. Und auch diese Flachmulden sind zum Teil ausgetrocknet. Und daran muss es wohl gelegen haben, dass die los sind, schon schneller weitergezogen sind und nicht hier ein paar Tage noch ausgeruht haben und sich hier vollgefuttert haben. Nee, gleich weiter. Normalerweise sieht man im August dann manchmal Dutzende Störche. Heuer sind es nur noch einzelne Paare. Viele Besucher Oettingens sind aber trotzdem auf Storchensafari. Die haben so einen eleganten Gang, bewegen sich so vornehm. Von der Faszination Störche will auch die Stadt profitieren. Neueste Idee? Ein kulinarischer Storchenrundgang durch Oettingen. Mehrere Restaurants und Cafés haben jetzt Storchengerichte auf der Karte. Und keine Angst, hier wurde natürlich kein Storch gebraten. Es gibt Schweineländchen auf Kässpatzen. Dazu jede Menge Röstzwiebeln. Fertig ist das essbare Storchennest. Hervorragend. Ganz klasse. Vielleicht tröstet das Essen ja darüber hinweg, dass auch die letzten Störche sich bald auf den Weg machen. Manche nach Nordafrika, andere nach Spanien. Es haben aber auch schon Störche in Oettingen überwintert. Vielleicht bleiben die beiden ja hier.